Herzlich willkommen. Auch Ihnen hier im Studio und selbstverständlich Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr, sehr herzlich einen Mann begrüßen wollen, der vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden ist, wozu wir nachträglich sehr, sehr herzlich gratulieren. Mhm. Und der dieses Ereignis mit dem schönen Satz kommentierte: Endlich werde ich langsam so alt, wie ich mich seit 30 Jahren schon fühle. Und meine Frage an ihn wäre: Woher kommt dieses Gefühl, dass er ein Bestseller-Autor gefangen im Körper von Jopi Heesters ist? Er sagt dazu: Das liegt daran, dass ich immer noch verzweifelt auf der Suche nach der richtigen Sportart für meinen Körper bin, also einer Sportart, von der mein Körper nichts mitkriegt. Das ganze Elend dieser letzten 50 Jahre hat er jetzt in ein paar herrlich absurden Kurzgeschichten verarbeitet. Und Sie wissen, er ist ein Meister des Absurden. Wir erinnern uns, sein letzter Knaller war ein Science-Fiction-Roman, der mit einem geradezu grotesk absurden Ereignis beginnt, nämlich mit der Eröffnung des Berliner Flughafens. Herzlich willkommen, Horst Evers. Freue mich sehr. Schön, dass du heute da bist. Ja, und apropos Alter, wir werden diesen Mann heute fragen müssen: Wie lange kann man eigentlich in einem Rosamunde-Pilcher-Film den dynamischen Liebhaber spielen? Also wie lange kann man noch lässig aus einem englischen Sportwagen springen? Und ab wann sollten wir Männer uns lieber damit abfinden, dass das letzte Cabrio unseres Lebens der Rollator ist? Fragen über Fragen an einen Mann, von dem wir wissen, dass er in jungen Jahren als nackte Kanone auffällig geworden ist, als er sich nämlich auf einer Motorhaube stehend auf einer Kreuzung mitten in Berlin auszog. War alles für die Kunst und vor allem nicht für die Katz. Längst ist er als Schauspieler und Moderator erfolgreich. Präsentiert demnächst eine sehr sehenswerte Show rund um Vorurteile. Herzlich willkommen, Jochen Schaub. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Jochen. Ja, und apropos Vorurteile, dieser Mann hier kann Menschen vermutlich sehr, sehr viel besser einschätzen als jeder andere hier im Raum. Er ist nämlich beruflich sehr viel im Urwald unterwegs und sagt: Wir sind genauso verschlagen, neidisch und rachsüchtig wie unsere haarigen Verwandten auf dem Baum, weil wir uns nämlich 98% unserer Gene mit Schimpansen teilen. Richtig bitter findet er allerdings, dass wir uns auch 35% unserer Gene mit Kohlrabi teilen. Und er sagt, bei manchen sieht man es auch. Könnte sich aber ändern, weil wir, und jetzt wird's ernst, gerade im Begriff sind, unheimlich viel zu verlieren. Im Moment, sagt er, geht das Artensterben 300 Mal schneller vonstatten als damals, als ein Meteorit die Dinosaurier erledigt hat. Was bedeutet das? Das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen, Dirk Steffens. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Dirk. Ja, was bedeutet das alles? Was das alles bedeutet, werden wir auch diesen Mann heute fragen. Ein Mann, für den das Leben 1986 eine entscheidende Weiche stellte. Damals war er Krankenpfleger und wurde plötzlich selber zum Patienten schwerer Bandscheibenvorfall. Er hat dann auch noch den Rest fallen lassen, nämlich sich selbst. Hinein in eine neue, aufregende, aber auch völlig unsichere Existenz, wurde Fotograf und steckte wenig später in Nordkanada im tiefen Schneefest. Währenddessen kam ein Eisbär auf ihn zu. Dass er heute hier sitzt, ist ein zarter Hinweis darauf, dass die Sache damals gut ausging. Das hier, schauen Sie mal, ist übrigens sein allerschönstes Foto, kennen wir alle. Herzlich willkommen einem der besten Naturfotografen Deutschlands, Norbert Rosing. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Norbert. Ja, und ich freue mich, dass Sie heute bei uns ist, eine Frau, deren Lebensgeschichte es vor kurzem sogar bis in die Hauptnachrichten schaffte, weil sie so bewegend ist. Sie war 6 Jahre alt, als ihr Vater anfing, sie zu missbrauchen. Sie war 10, als ihr die Flucht gelang. 6 Jahre lang lebte sie danach auf der Straße. Sie hat uns hier vor vielen Jahren schon einmal sehr eindrucksvoll davon erzählt. Und der Satz dazu, den ich mir damals gemerkt habe, ein schöner Satz, der lautete: Es ist nicht wichtig, woher jemand kommt, sondern nur, wohin er geht. Heute wirbt sie hartnäckig dafür, dass jeder, der von Missbrauch erfährt, nicht weg, sondern hinschaut. Herzlich willkommen, Sabrina Tophofen. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Also, wir haben viel zu besprechen. Schön, dass ihr alle da seid. Direkt rein ins Vergnügen. Die erste Frage geht an dich, Dirk. Ja,
Was geht einem, du hast ja auch Politologie studiert, soweit ich weiß, Politik studiert. Ja, viel Zeit verschwendet damals, ja. No, nicht unbedingt, finde ich. Ach, man lernt was über kommunale Doppelspitzen in bayerischen Gemeinden. Das hat mir im Leben jetzt nicht richtig weitergeholfen. Das ist das eine, aber es hilft dir natürlich auch dabei, bestimmte Dinge einzuschätzen. Ja. Was geht einem wie dir durch den Kopf, wenn du hörst, Donald Trump wird Präsident? Einer, der sagt mittlerweile, naja, eine gewisse Verbindung zwischen menschlichen Aktivitäten und Erderwärmung ist da schon, aber mehr auch nicht. Also ich bin jetzt sehr froh darüber, dass Trump Präsident ist. Denn der hat ja als eine der ersten Amtshandlungen den Klimawandel komplett von allen Servern löschen lassen. Also das Problem sind wir schon mal los. Ich wusste vorher nicht, dass das so einfach geht. Aber postfaktisch, ich glaube, wenn man dran glaubt, macht das richtig Spaß, ein postfaktischer Mensch zu sein. Ich versuche mich auch dahin zu entwickeln. Das hat bisher leider noch nicht so geklappt. Aber im Ernst jetzt, wie bitter ist das für jemanden wie dich, der doch eigentlich seit Jahrzehnten eigentlich mittlerweile aufklärt, unterwegs ist, den Leuten erzählt, pass auf, da kommt was auf uns zu. Und das ist wirklich die große Herausforderung. Auch wenn wir glauben, dass Flüchtlinge oder andere Themen die zentralen Themen der Zukunft sind, sind sie auch. Aber das hier ist etwas, das können wir gar nicht wirklich einschätzen. Das Fürchterliche ist, es entwaffnet uns Journalisten ja alle. Also denn journalistisches Selbstverständnis hat ja immer gesagt, wenn man jemandem eine Lüge nachweist, dann hat man sozusagen einen publizistischen Erfolg errungen und kann dem Menschen, der gelogen hat, dadurch schaden, dass man ihm die Lüge nachweist. Das gilt nicht mehr. Ist vorbei, ja. Also Trump kann alles Mögliche behaupten und macht Menschen zu seinen Kabinettsmitgliedern, wie der Außenminister, der früher natürlich in den Mineralölkonzern genau für das mitverantwortlich war, der Rex Tillerson. Und das ist der Konzern, der ja viele Millionen für Studien bezahlt hat, die nachweislich falsch waren. Die wollten beweisen, dass es keinen Klimawandel gibt, obwohl sie selber es seit 1977 wussten. Die wussten das seit 77? Ja, die hatten einen Forscher namens Jack Black, selbst angestellt bei ExxonMobil damals. Und der hat den 1977 bereits erklärt, wenn wir weiter so viel Öl verbrennen, Gas und Kohle, dann gibt es einen Klimawandel und da passieren ganz schreckliche Sachen. Also Exxon wusste das, 77, und hat danach so viele Millionen ausgegeben, um das Gegenteil von dem zu beweisen, was sie wissen, und noch schlimmer. Die haben dann sogar überlegt, ach, wenn es jetzt wärmer wird und die Arktis auftaut und so, wann können wir denn danach Öl bohren? Also die haben sogar die Umweltzerstörung zum Teil ihres Geschäftsmodells gemacht. Ja, das kannst du ja auch mittlerweile auch überall sehen. Ne? Und der Mann war bei diesem Laden und ist jetzt der Außenminister. Da kriege ich natürlich Horrorvision. Ich habe gerade dieser Tage gelesen, dass es am Nordpol war es dieser Tage wärmer als in Berlin. Ja, und wir zwei werden es, wenn es ganz gut läuft, noch erleben, dass wir mit dem Schlauchboot über den Nordpol fahren können, weil der im Sommer irgendwann eisfrei sein wird. So sehr geht es da voran. Denn der Klimawandel läuft ja überall unterschiedlich ab. Bei uns ein bisschen, aber je weiter du nach Norden gehst, desto schneller. Also da gibt es Regionen, das ist bereits 4, 5, 6 Grad im Durchschnitt wärmer geworden. Also man hört immer dieses eine Grad, aber das ist ja nur der globale Durchschnitt. Da oben ist es schon viel wärmer. Auch in den Alpen, ne? +2 Grad mittlerweile. Also da, diese berühmten 2 Grad, die man angeblich nicht erreichen will, sind dort schon längst makulär. Aber weißt du, diesen postfaktischen Unsinn von Trump, den... Guck mal, bevor ich in deine Sendung gekommen bin, war ich gerade noch mal im Internet und auf der Seite der AfD, ne? Und habe mir das Grundsatzprogramm der AfD, das ist jetzt original von denen, Klimaschutzpolitik, Irrweg beenden, Umweltschützen, so heißt das bei denen, Punkt 12.1 von ihrem Grundsatzprogramm. Und da ist jeder zweite Satz genauso falsch wie das, was Trump erzählt. Irrweg beenden. Ja, das fängt so an. Der erste Satz startet gut, das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Richtig. Die Klimaschutzpolitik beruht auf hypothetischen Klimamodellen. Falsch. Also das sind ja Messdaten, die man da eingibt. Genau, in die Modelle. Das ist hypothetisch. Das seien computergestützte Simulationen des IPCC. Falsch. Der macht das selber gar nicht, sondern der trägt nur die Ergebnisse von Wissenschaftlern von der ganzen Welt zusammen. Kohlendioxid ist kein Schadstoff, sondern unverzichtbarer Bestandteil des Lebens. Stimmt zu halb? Ja. Ein bisschen ist tödlich. Zu viel ist tödlich, in der Mitte ist gut. Und die sagen nachher sogar, CO2 sei prima, denn je mehr man hat, desto schneller wachsen die Pflanzen. Und das ist natürlich hanebüchener Unsinn. Das stimmt innerhalb eines gewissen Korridors. Aber jenseits ist das nur noch Gaga. Aber das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie das funktioniert. Das ist der Originaltext hier. Und so geht das weiter, ne? Die ganze Seite. Ich weiß, sehr interessant und sehr lesenswert. Ist interessant, weil es zeigt, wie du argumentieren musst, um durchzukommen mit dem Unsinn. Also, du nimmst dir einfach sozusagen die entscheidende halbe Stelle, den halben Satz, die eine halbe Bemerkung. Genau, oder du guckst dir die Klimakurve der Erde an. Die geht natürlich nicht in einer so geraden hoch, ne? Sondern das ist so eine Zackenlinie. Die geht dann so ein bisschen hoch, dann geht es ein bisschen gerade, dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann wieder ein bisschen gerade. Dann nehmen die sich das gerade Stück raus, zeigen nur das und sagen, wird ja gar nicht wärmer. Zum Beispiel die letzten 5, 6, 7 Jahre, ne? Wo es gar nicht so dramatisch jetzt noch mal nach oben ging. Das stimmt. Aber davor. Ja, aber davor und danach. Mhm. 2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Das darf man dann aber nicht miterzählen. Also man muss sich immer von der großen
Wahrheit so ein ganz kleines Stück rausnehmen und dann kann man alles behaupten. Mhm. Du musst das entscheidende Ding einfach weglassen. Norbert Rosing ist bei uns, der seit, ich habe es eben schon gesagt, 86 war die Sache mit dem Bandscheibenvorfall. Ja. Mhm. 88, Norbert, warst du dann das erste Mal, wir kennen uns schon ein paar Tage, deswegen wir kennen uns schon seit längerem, ja. Seit längerem. Warst du auf dem Weg nach Churchill, nach Kanada, mhm, und bist vor kurzem auch in Grönland unterwegs gewesen, wie, richtig, ich weiß. Was sieht man, wenn man einen so, na, doch relativ langen Zeitraum in der Arktis überblickt? Ja, ich möchte da noch mal eben anflechten. Heute Morgen habe ich noch Recherche getrieben und habe geguckt, wie ist die Eiskarte am Nordpol. Und dann habe ich mir Spitzbergen angeschaut. Spitzbergen ist ja diese nördliche Inselgruppe nördlich von Norwegen. Mhm. Da müsste jetzt um diese Zeit alles im Eis eingepackt sein. Aber es ist im Moment so, dass die gesamte Ostküste bis ungefähr 81 Grad eisfrei ist. Selbst die sogenannten sieben Inseln, die sich oben im allernördlichsten Norden anschließen, sind eisfrei. Die eisfreie Zone geht bis nach Franz Josef Land runter. Franz Josef Land ist ein Archipel, richtig, östlich nochmal von Spitzbergen. In der russischen Arktis. Alles, ja, eisfrei. Und da ist halt die Frage, wovon ernähren sich jetzt die Eisbären da oben? Weil die müssten ja jetzt so langsam vom Land, von den Inseln aufs Eis und da ihre Robben jagen. Das geht aber nicht, weil das riesige Distanzen sind. Die können zwar zwischen 60, 80, 100 Kilometer schwimmen, aber irgendwann ist deren Power auch mal zu Ende. Und letztes Jahr, haben mir schon Kollegen erzählt, haben die vier ertrunkene Eisbären gefunden. Mhm. Ne, auf dieses Foto. Ja, zum Beispiel, das ist so ein Bild, das war auf einer der letzten Touren, auf der ich dabei war. Ja. Ne, und das wird das Bild sein, was wir in Zukunft des Öfteren sehen werden. Auch wenn man dann die Temperaturkarte im Moment von Grönland sieht, die, mhm, gesamte Ostküste liegt bei 0 Grad, zwischen 0, mhm, und 5 Grad minus. Das ist gar nichts. Ne, wenn man dann selbst nach, an die Westküste geht, da liegen die Temperaturen auch nur bei minus 15 Grad. Es ändert sich nur, wenn man nach Kanada geht, da liegt es im Moment bei minus 40, minus 42. Aber das ist normal um diese Zeit. Genau. Und, aber diese Perioden werden immer kürzer. Ne, und woran sehe ich jetzt zum Beispiel in eigenen Augen, woran sich das ändert? Wir sind im letzten August fast bis Thule gefahren, also ganz oben im Nordwesten Grönlands. Und dann sagte der Kapitän plötzlich, Norbert, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Und dann zeigte er mir eine große Seekarte. Und ich sagte, da können wir doch gar nicht fahren, da wo wir sind. Ja, sagt er, das ist eine Karte von 92. Und 92 gingen die Gletscher über diese gesamten Berge, mhm, die wir jetzt sehen. Und da, wo wir jetzt herfahren, da war vor 25 Jahren alles komplett vergletschert. Also wir mussten jetzt schon 10 Kilometer fahren, um an die Gletscherkante zu kommen. Und wenn man diesen Film von Jim Baylock sich anschaut, den kennen wahrscheinlich einige, der ist jetzt ein paar Mal im Fernsehen gelaufen, der hat in einem Jahr, hat der, glaube ich, 14 Kameras weltweit an den Gletschern aufgehängt. Das waren die beeindruckendsten Bilder, die ich je von Gletscherschmelzen gesehen, mhm, habe. In einem Jahr hat er bewiesen, dass die Gletscher teilweise um 400, 500, 600 Meter zurückgegangen sind. Diese berühmte Gletscher in Ilulissat zum Beispiel, da an der westgrönländischen Küste. Ja. 75 Minuten Abbruch hat der da gefilmt. Das hat man noch nie, mhm, gesehen vorher. Also das ist ein Schreckensszenario ohne Ende. Man muss aber auch mal, ja, relativieren, ne, und sagen, da gibt es gigantische Eismassen. Ne? Dieser Gletscher, den, ja, du gerade nennst, das ist ein Gletscher, der kalbt an einem einzigen Tag, bricht, ja, da so viel Eis ab, wie die gesamte Metropole New York in einem Jahr, ja, an Süßwasser, an Trinkwasser, ja, verbraucht. Ja. Das verliert dieser Gletscher an einem einzigen Tag, ja, wenn es normal läuft. Das, ja, sind also gigantische Dimensionen, das muss man sich auch immer wieder klar machen. Und man spürt, wie sehr du Grönland liebst. Immer wieder. Ja, unbedingt, unbedingt, ja. Auch diese verhungerten und verdursteten Eisbären. 2007 in Nordalaska einen Eisbären fotografiert, der lag vor einem Walkadaver 3 Tage lang, weil er zu müde war, um zu fressen. Er war so kaputt, dass er nicht mehr in der Lage war, überhaupt zu fressen. Und das war der Sommer, in dem, das kann man auch nachlesen, glaube ich, 7 oder 8 Eisbären dort oben in dieser Gegend auch ertrunken sind. Ja. Also das ist ja, da gibt's ja etwas, noch was schon sehr, sehr lange im Gang ist. Um die Laune jetzt endgültig in den Keller zu ziehen in dieser, ja, Sendung, muss man ja doch, man muss das jetzt leider doch, mhm, einmal machen. Die bittere Wahrheit ist, wir reden immer alle nur über den Klimawandel. Mhm. Aber das ist von den großen Umweltproblemen, die wir haben, nur eines und nicht das Schlimmste. Wir leben im Moment, du hast es am Anfang gesagt,
in einer Zeit, wir haben das größte und schnellste Artensterben, seit die Dinosaurier ausgelöscht worden sind. Und das bedroht uns Menschen in unserer eigenen Existenz. Noch ein größeres Problem. Um das mal zu verstehen, Dirk, was passierte damals? Also die Dinosaurier, ist das mittlerweile gesichert, dass da ein Meteorit vorbeikam? Da gab es ja noch keine Handyvideos. Der Meteorit ist gesichert, man streitet natürlich wie in der Wissenschaft dann über Details. Aber der Meteorit hat natürlich viele sofort vernichtet durch Druckwellen, Feuer, Hitze. Aber dann steigt natürlich unheimlich viel Schwefel und Staub und Dreck in die Atmosphäre auf. Und die Atmosphäre hat sich verändert. Und es wird kalt, die Pflanzen wachsen nicht mehr und viele Dinosaurier sind verhungert und als letztes sterben dann die Aasfresser. Und man kann das durchaus metaphorisch so sagen, dass wir der neue Meteorit sind. Blöderweise sind wir noch ein bisschen größer als der, der vor 66 Millionen Jahren da reingekracht ist, weil das Artensterben eben dramatischer ist. Es gibt so eine normale Aussterberate. Ne? Also Aussterben ist ja nicht per se schlecht. Es müssen ja Arten aussterben, damit neue entstehen können. Oder ganz simpel gesagt, wenn die Dinos nicht weg wären, hätte es uns nie gegeben. Also Aussterben ist nicht per se blöd. Aber wenn es zu viele gleichzeitig sind, dann gerät das ganze System unter Druck und das kann zusammenbrechen. Am Ende des Perm zum Beispiel sind 96% aller Tier- und Pflanzenarten in kurzer Zeit gleichzeitig ausgestorben. 96%, fast alle. Das heißt, wenn es uns gegeben hätte, wäre es unser sicheres Ende gewesen. Natürlich, denn größere Lebewesen konnten da nicht mehr existieren. Wir dürfen nie vergessen, Pflanzen produzieren unseren Sauerstoff, viele kleine Lebewesen machen unsere Felder fruchtbar. Es gibt keine Landwirtschaft ohne Artenvielfalt. Mhm. Also wenn ich über Artensterben rede, es geht nie um den Eisbären. Ich liebe die sehr, aber für uns wäre das ganz harter Satz, scheißegal, wenn die aussterben. Das würden wir in unserem Alltag nicht spüren. Du nicht und du nicht. Morgen früh würde sich nichts ändern, wenn es ab heute Nacht keine Eisbären mehr gibt. Das ist nicht das Problem am Artensterben. Das Artensterben ist, dass Tausende und demnächst sogar Millionen Tier- und Pflanzenarten gleichzeitig verschwinden und dadurch die Systeme zerstört werden. Ohne Bienen keine Äpfel. Ich habe eine Geschichte von dir irgendwo gelesen, die mich ungeheuer beeindruckt. Dann dachte ich, Wahnsinn. Das erklärt eigentlich alles und das kann sich jeder sofort vorstellen. Und es fiel mir auch wie Schuppen vor den Augen, als ich das gelesen habe und dachte, ja, natürlich. Wir sind doch als Kinder mit unseren Eltern irgendwann mal über die Autobahn gefahren. Meistens viel zu schnell und nicht angeschnallt. Das nur am Rande und vorne saß einer und hat geraucht. Musstest du in die Tankstelle und musstest die Mücken von der Scheibe kratzen. Und zwar fast mit einem Messer runterkratzen, weil da so unfassbar viele Mücken drauf waren. Und das hat sich verändert. Ja, und wir haben in Deutschland, wir haben noch keinen flächendeckenden Bestand, den wir versichern können, aber wir haben in vielen Regionen einen Rückgang um 80% der Insektenbiomasse. Man muss immer unterscheiden, Biomasse ist sozusagen die Zahl der Tiere und Biodiversität, das sind die Arten. Also die Biomasse, die Zahl der Insekten ist um bis zu 80% zurückgegangen. 80%. Das Gute ist, man muss keine Autoscheibe mehr kratzen. Das Schlechte ist, viele Vögel und andere Tiere haben ihre Nahrungsgrundlage verloren. Und das heißt, wenn die da unten aussterben, dann ist das für ein Biosystem immer das Gefährlichste. Also wenn die Nahrungsgrundlage für alle anderen ausstirbt, man muss kein Raketentechniker sein, um es zu verstehen, sterben alle anderen mit. Und wir brauchen Insekten. Wir müssen Schmetterlinge, Bienen und das alles haben, damit sie unsere Landwirtschaft am Laufen halten. Wie kommt das, 80%? Das ist ja eine enorme Zahl. Ja, das hat wahrscheinlich sehr viel... Kann wirklich jeder selber überprüfen. Ja. Fahr im Sommer über die Autobahn, du wirst es merken. Du wirst es merken. Das, also und das diejenigen unter uns, die wie Horst und ich alt genug sind, um solche Zeiträume noch zu erleben. Das habe ich auch erlebt. Also Norbert auch, bist auch alt genug. Ja. Landwirtschaft spielt eine große Rolle, Pestizide und natürlich allgemein die Zerstörung von Umwelträumen, Monokulturen, Industrieanlagen, also das komplette Programm. Und das meinte ich vorhin, wir reden über den Klimawandel und haben so alle das Gefühl, wenn wir den Klimawandel in den Griff kriegen, ist das Problem weg. Leider stimmt das nicht. Wir haben ein noch größeres Problem. Das Artensterben ist wahrscheinlich gefährlicher. Riesenthema, auch wenn du unterwegs bist. Du präsentierst das auch irgendwie bis deutschlandweit irgendwie in Kinosälen, in anderen großen Sälen zu sehen. Das ist morgen in Berlin. Morgen in Berlin. Ist aber schon ausverkauft. Leider. Okay, dann vergessen Sie es gleich wieder. Gibt aber eine Geschichte, die ich noch gerne, vielleicht kannst du sie kurz erzählen, Dirk, ansprechen würde. Es gibt einen unheimlich berührenden, schönen Film über Wölfe. Da gibt es ein Experiment, um jetzt die Laune sozusagen mal wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Man hat im Yellowstone, glaube ich, im Yellowstone irgendwann mal 14 Wölfe ausgewildert. Die waren ausgestorben, die gab es dann nicht mehr. Man hat dann diese 14 Wölfe in diesen Park reingepackt. Was passiert dann? Man muss sich vorstellen, also es ist ja ein Park und da gibt es viele Rehe, Hirsche, ne? Wie sonst. Und dann sind die 14 Wölfe gekommen. Und als erstes werden die Tiere, die junge kleine Bäume abfressen, ein bisschen dezimiert und von den Lichtungen vertrieben. Die leben dann woanders. Das heißt, der Wald wächst besser und es wachsen auch wieder andere Baum- und Pflanzenarten. Dadurch siedeln sich wieder andere Tiere an, mehr Insekten, dann kommen Biber und all sowas. Und dadurch wird das Ufer, durch den Pflanzenwuchs, wird das Ufer der Flüsse anders befestigt. Das heißt, allein dadurch, dass du Wölfe wieder angesiedelt hast, verändert sich der Lauf der Flüsse. Und nicht nur die Biologie verändert sich, sondern sogar die Topographie. Also die Geophysik einer Gegend, die Flussläufe verändern sich. Und
dann entstehen plötzlich Seen und dadurch können wieder neue Tiere kommen. Und so kann die Wiederansiedlung von 14 Tieren, und das ist für uns in Deutschland eine gute Nachricht, weil wir ja jetzt ungefähr wieder 40 Wolfsrudel in Deutschland haben, die hier frei leben, die haben das komplette Ökosystem Yellowstone, und das ist der älteste Nationalpark der Welt, soweit ich weiß, zum Positiven verlagert. Und man wusste das vorher gar nicht. Also 14 Tiere hingebracht und plötzlich wächst der Wald besser, es gibt mehr Vögel, es gibt mehr Aas. Ja, und wirklich faszinierend, das zu sehen, wie sich der Lauf von Flüssen verändert. Fische sind da wieder... Ja. Also, großartige Geschichte. Die wunderbare Nachricht ist, wir stehen am Anfang des sechsten großen Massenaussterbens in der Geschichte des Lebens. Also die Dinos waren bisher das fünfte. Aber wir wissen es und wir können es noch ändern. Und das ist die wirklich gute Nachricht. So, das ist das mit den Wölfen. Und eigentlich müsste man das, ich weiß, dass das nördliche Breitmaul-Nashorn ist hier immer so ein Anliegen. Da gibt es nur noch drei Exemplare auf der Welt. Drei Exemplare. Wo sind die? In Kenia? Die sind natürlich in Afrika. Es gibt aber auch in Asien Nashörner. Aber das Ding ist, es gibt noch drei, zwei Weibchen und ein Männchen. Und das Männchen ist schon so ein bisschen älter. Also wenn Nashörner sich paaren wollen, dann ist das, also wenn du ein Nashorn mal beim Sex siehst, ist das eine sehr beeindruckende und auch lustige Geschichte. Das glaube ich. Der Kerl muss sich so hinten aufbocken mit seinem Tonnengewicht. Das ist eine körperliche Höchstleistung. Jetzt ist der arme Kerl, das einzige verbliebene Männchen, schon ein bisschen älter und hat Arthrose in den Knien. Und, ne, der arme Kerl kommt da nicht mehr hoch. Ja. Und das heißt, dass die letzten drei nördlichen Breitmaulnashörner sich nie wieder auf natürliche Art und Weise werden reproduzieren können. Es sind Reproduktionsmediziner der ganzen Welt, versuchen mit Millionen Euro Aufwand Gewebe zu entnehmen vom Männchen. Also und sagt er nicht so hin, ich habe nichts mit Nashörnern zu tun. Aber trotzdem. Es war die Arthrose. Danke. Und versuchen also eine künstliche Befruchtung zu machen. Aber auch das versuchen sie schon seit Jahren und erfolglos. Und wenn du, für mich ist das bitter, wenn du so ein Tier siehst, die sind heute ja umstellt von bewaffneten Wächtern, die verhindern wollen, dass das Wilderer auch noch die allerletzten Nashörner umbringen. Und du siehst so ein Tier und hast das Gefühl, du guckst in den Himmel und siehst einen Stern noch strahlen, der schon lange erloschen ist. Denn so muss man sich das vorstellen. Wir sehen hier, das ist eins der Tiere. Und da hat man auch schon das Nashorn abgeschnitten, um das für Wilderer uninteressant zu machen. Aber das ist der Grund, warum die da vorne weg. Diese Art werden wir verlieren. Ich glaube nicht, dass wir die retten können. Man guckt die an und weiß, eigentlich schon ausgestorben. Und das macht mich unendlich traurig. Das ist traurig. Auf der anderen Seite gibt es dann Geschichten wie die von Norbert Rosing, der uns über Eisbären. Norbert Rosing ist der Mann, der mit die schönsten Eisbärfotos dieses Planeten gemacht hat. Eines davon haben wir gerade gesehen, ist das Foto, das dich wirklich berühmt gemacht hat. Was kannst du uns über Eisbären sagen, Norbert? Sind die Bestände dabei, sich zu erholen oder geht es da dramatisch nach unten? Also, um mal was Positives zu sagen, als ich vor knapp 30 Jahren in Churchill angefangen habe mit den Churchill Eisbären. Ist Ostkanada, ne? Nordostkanada. Nein, genau geografisch in der Mitte an der Westküste der Hudson Bay. Okay, Westküste der Hudson Bay, aber Ostkanada für die, die in der Hudson Bay nicht so zu Hause sind, ja? Okay, dann muss man sagen Zentralkanada. Ach, hör doch auf jetzt. Hör doch auf. Das kenne ich ganz gerne. Es ist schlimm. Ich wollte nur ungefähr sagen, dass es auf der anderen Seite von Vancouver und all den anderen Orten ist. Ich kann das auf jeden Fall bei Eisbären widersprechen. Das ist eine Hybris. Ja, ich weiß, stimmt natürlich. Es ist westlich von Neufundland, sorry. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Churchill, du wolltest eine gute Nachricht erzählen. Die gute Nachricht, richtig. Als ich da anfing, sagten mir die Wissenschaftler, damals war ja auch schon Global Warming und so weiter, fing ja gerade an mit der Diskussion, sagte mir der Wissenschaftler, wirst sehen, wenn du in 25 Jahren oder in 30 Jahren wiederkommst, dann werden wir hier kein Eis mehr haben und wir werden auch keine Eisbären mehr haben. Mhm. Heute haben sie minus 40 Grad. Ich habe vor einer Woche mit den Leuten da hinten gesprochen. Ich sage, wie sieht es aus? Wie viele Eisbären sind da? Und da haben die gesagt, wir haben so viele Eisbären, wie wir noch nie hatten. Die geschätzte Population ist im Moment bei 1100. Und vor 15 Jahren war die Population bei ungefähr 750. Und da hatte man massive Bedenken, dass sie jetzt wirklich weg sind. Was zeigt, dass Artenschutz eben dann auch tatsächlich was bringt? Ne? Also wir sind jederzeit in der Lage, auch Dinge wieder zum Besseren zu verändern. Und das ist eine gute Nachricht. Werden sie ja komplett geschützt, also in dieser Provinz in Kanada. Weiter nördlich dürfen sie gejagt werden unter einer bestimmten Quota. Also die Inuit dürfen Bären jagen bis zu einer bestimmten Anzahl. Die gehen dann teilweise wiederum hin und verkaufen ihre Permits an die weißen Großwildjäger. Das ist eine andere Geschichte. Was kostet es, in Kanada einen Eisbären zu schießen? Wenn es ein guter ist, zwischen 40.000 und 60.000 Dollar.
Wenn ich da mal rein darf, ich ärgere mich seit vielen Jahren darüber, dass solche Großwild- und Trophäenjäger das, was sie da erbeuten, dann legal nach Deutschland einführen dürfen. Absolut, ja. Und ich würde doch mal darum bitten, dass man, wie Airlines es schon verbieten und viele andere Länder, dass man es in Deutschland auch mal verbietet. Dass diese Leute dieses Zeug auch noch nach Hause bringen. Absolut, ja. Wobei, das ist recht, hängt natürlich schon damit eigentlich viel früher an. Die Leute dort müssen begreifen, dass ja. $60,000 für einen Eisbären weniger wert sind als das, was du kriegst, wenn du Touristen hast, die den lebend sehen wollen. Das bringt im Zweifel sehr viel mehr Geld. Es ist trotzdem ein sehr boomendes Geschäft. Also wenn man im Norden dort unterwegs ist, trifft man relativ viele Outfitter, die solche Touren anbieten. Mhm. Da können wir das noch so schlecht finden, wie wir wollen. Es ist einfach so. Es sind sehr viele Amerikaner, sehr viele Europäer, sehr viele Japaner, die diesen Sports-Hunting-Job nachgehen. Norbert, also weg von diesem Thema. 86, dein berühmter Bandscheibenvorfall. Ja. Du warst Krankenpfleger, ich habe das eben gesagt. Ne? Richtig, richtig. Ich war dann 1,5 Jahre außer Gefecht gesetzt. So, und standst dann vor einer wirklich existenziellen Entscheidung in deinem Leben? Ja, also die Frage war, also ich hing ja nur noch rum. Ich musste jeden Tag meine Übungen am Boden machen. Ich war immer schon einer, der sich viel bewegen wollte, draußen sein und so weiter. Und diese ganze Krankheitssituation, die passte mir überhaupt nicht in Kram. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, du, ich muss jetzt wissen, geht es so lahm weiter? Oder kann ich noch was machen? Ja, was willst du machen? Die Frage ist, geht dann mein ganzes restliches Leben so weiter Richtig. Mit Bodenübungen oder mache ich noch mal was Gescheites Richtig. Im Leben? Das war gesagt, die Frage. Ich will jetzt nach Kanada, ich will in die Kälte, was ja für Bandscheibe das Schlechteste ist, was es überhaupt gibt. Und ich will sehen, wie ich mich da verhalte. Und dann bin ich nach Churchill geflogen, also nach Kanada. Kam da im Februar. Zentral-Kanada, wie wir mittlerweile wissen, ganz, ganz genau in der Mitte, ja. Komm da an, minus 38 Grad und die Schmerzen waren weg. Na, also da habe ich mich dann langsam gefragt, liegt es jetzt hier oder da? Also ist das jetzt ein psychisches Problem oder was habe ich denn da? Na, und ich habe dann die ganze Zeit, die ganzen 3 Wochen, wo ich da war, ich habe dann nachts bis zum Bauchnabel in Schneewehen gestanden, habe auf Polarlichter gewartet. Und das ging dann von abends 6 bis nachts um 2, 3 und mir tat nichts weh. Ne? Schau mal, und dann habe ich gesagt, solche Aufnahmen entstehen dann da. Ne? Ja, und warum richtig. Kanada? Warum wollten Sie nach Kanada? Das war einfach, fanden Sie gut? Ich wollte immer schon in den Norden. Ja. Und ich habe mit Skandinavien angefangen und ich habe meine Frau, die den Süden liebte, also Ceylon und so weiter, habe ich dann mit nach Skandinavien geschleppt und sie lag dann in einem Bundeswehrzelt in einem klammen Schlafsack. Und hat dann gesagt, und wenn da irgendwo ein Haufen Dung in der Tundra läge und da wäre eine kleine Fahne drauf und eine Stünde drauf, dies ist der Norden, dann würdest du das immer noch lieben, hat sie gesagt. Okay. Soll heißen, ich war immer schon nordbesessen. Und ich war einfach fasziniert von dem Licht des Nordens. Ich bin Anfang der 70er Jahre mit Interrail, mit diesen Zugtickets, 6 Wochen durch Skandinavien gefahren mit einem Freund von mir. Und danach habe ich über 6 Wochen gebraucht, um in das normale Leben als damals als Kaufmann wieder reinzukommen. Absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Arvid Fuchs sagte mal hier, je öfter du in den Norden fährst, desto mehr ruft er dich wieder zurück. Und ja, das stimmt. Es ist fürchterlich. Nur Frauen mögen es nicht so, weil die haben immer kalte Füße. Nein, also wir haben nicht immer ein Publikum, die ist genauso. Ja. Die habe ich jetzt mit einer Churchill genommen und seitdem liebt sie es. Und die erste Begegnung, Norbert, mit Eisbären. Stimmt die Geschichte, dass dir mal ein Eisbär ernsthaft eine Kamera geklaut hat? ja, das ist richtig. Ich hatte eine Situation, das war im November, und ich war in einem kleinen Van und da stand ich oben in so einem Ausguck. Und ich hatte so ein Beanbag, also so ein Reissack, so ein brauner Ledersack ist es. Da hatte ich die Kamera drauf liegen, so ein 400er Tele mit so einem großen Handgriff oben drauf. Und ich fotografiere eine Mutter mit 2 Jungen, die direkt vor uns liegt. Und auch die Fahrerin und meine Frau waren auch im Bus, saßen unten drin. Und wir waren alle ganz fasziniert von der Familie. Auf einmal fühle ich einen heißen Atem und ich sehe ein Gesicht. Ich sehe Zähne neben mir. Und diese Zähne... Das ist nicht meine Frau. Ja. Auf jeden Fall sehe ich diese Zähne neben mir und dieser Bär packt an den Handgriff meines Objektivs und zieht mir das Objektiv weg. Und das konnte ich ja nicht zulassen. Und ich wollte ja weiter fotografieren. Also lehne ich mich zu dem Bären rüber, ziehe ihm das Ding aufs Maul, rutsche auf meinen Sitz und sitze da unten.
Und der Bär ist stinksauer und der brüllt und macht alles Mögliche. Und dann kommt er mit seiner Riesenpranke, das war so ein Männchen, wenn sich das aufstellt, 3,30 Meter so was in der Richtung, lässt die Pfote so baumeln und hofft, mit der Kralle meinen Parker zu erwischen. Und wenn er das gemacht hätte, hätte er mich rausgezogen. Ja, und wir haben dann den Wagen starten können, sind dann weggefahren. Der Bär rannte hinterher, immer noch stinksauer, und mein Beanbag lag immer noch oben drauf. Ja, und er wieder auf das Dach drauf gewuchtet, packt sich den Beanbag, reißt ihn in 1000 Stücke. Und dann haben wir gesagt, wir müssen hier weg. Also 20 Minuten lang ist er hinter unserem Bus hergelaufen. Der hat mich nicht mehr rausgelassen. Ja, und am Abend sagte dann ein Kollege von mir, der ein paar Autos weitergestanden ist, sagte, wir haben dich tot gesehen. Wir haben gedacht, der packt nicht das Objektiv, sondern der packt deinen Kopf. Ja, vielleicht war der einfach nur verliebt. Verliebt in dich. Du, aber weiß nichts dagegen. Der wollte deinen Job vielleicht. Ja, aber Eisbären sind tatsächlich, muss man aufpassen, ne, mit Eisbären. Das ist eine der wenigen Spezies, die wirklich auch ohne zu zögern auf Menschen zugeht. Ne? Richtig, aber solange wie du die im Auge hast, also ich hatte in der ganzen Zeit, also sagen wir mal 20 Jahre, wo ich kontinuierlich jedes Jahr dahin gefahren bin, hatte ich 2, 3 Situationen, die wirklich gefährlich waren. Ja, und die gehört dazu, definitiv. Ja, ja, also ein Kollege, die Story will ich gerade noch mal. Ja. Ja, richtig. Der hatte einen Autoreifen gefunden. Also einige haben immer wieder gesagt, den hast du da hingelegt, den hast du beschmiert mit Frisch und so weiter. Nein, dieser hier hat unter einer Schneewehe gelegen. Er hat den ausgegraben, ist dann in die Tunnel rausgelaufen, hat damit angefangen zu spielen. Und das hier ist eine der letzten Szenen von dieser ganzen Spielszene. Er hat sich den Reifen dann am Schluss auf den Kopf gesetzt, ne, und saß dann da. Und ich habe da, glaube ich, 3 oder 4 Serien von fotografiert. Die meisten sind nichts geworden. Das war alles analog. Der ganze Wagen hat gewackelt, weil wir so lachen mussten. Ne, und dann hatten wir vielleicht am Schluss noch 5, 6 Bilder, die wir wirklich brauchen konnten. Wahnsinn. Aber es war einfach... Sagt Norbert zum Schluss... Und ein paar schöne Bilder, auch wo man dich bei der Arbeit sieht. Vielleicht können wir dir mal kurz zeigen. Und du erzählst einmal währenddessen, warum sich das lohnt, das 30 Jahre lang zu machen durch diese... Ich meine, wenn man das sieht, dann versteht man, warum sich das lohnt. Aber trotzdem, ja. Ich weiß ja, wie diese Bilder entstehen. Es ist eine enorme Kälte, es sind wahnsinnige Entbehrungen, die du da auf dich nimmst. Also dieses hier, mieses Essen, schlechte Betten, all das gehört dann dazu. Ja. Also das nenne ich so den heiligen Gral der Tierfotografie. Das heißt, da habe ich Jahre dran gebraucht, bis ich in dieses Gebiet überhaupt rein durfte. Das ist ja das Wapusk-Nationalparkgebiet, das größte Eisbärenhöhlengebiet, was es in der Welt gibt, neben einigen anderen, die aber ganz schwer zu erreichen sind. Und wenn man diese Szenen sieht, dann steht man da halt und wartet da drauf den ganzen Tag. Und man fährt dann mit diesen Fahrzeugen neuerdings hin. Früher bin ich nur mit Motorschlitten gefahren. Und wir haben in den ersten Jahren überhaupt keine Bären gefunden, bis wir dann Erfahrung kriegten, wie man das anstellen muss. Und viele Bären tolerieren uns auch nicht, die müssen wir dann laufen lassen. Aber die, die uns tolerieren, so wie diese hier, die ist ja total relaxed, mit der können wir dann arbeiten. Und dann fangen die Kleinen noch an zu spielen. Und die Kleinen sind in diesem Falle vielleicht zwischen einem Tag und vielleicht einer Woche aus dem Bau draußen. Also die sind gerade 3 Monate alt. Und sind jetzt auf der Wanderung mit der Mutter von den Höhlen raus an die Hudson Bay. Und dann müssen die eine Entfernung von circa 60 bis 80 Kilometer zurücklegen, bis sie dann das Eis der Küste erreichen. Danke. Norm. Und das waren halt, insgesamt habe ich diese Szenen jetzt 13 Jahre fotografiert. Ich war also, bin immer jetzt um diese Zeit losgeflogen, also Mitte Februar, bin dann Ende März wiedergekommen. Da gibt es die sogenannte Watchy Lodge, da kann man dann unterkommen, weil dann sagen einige, da ist es ja warm und hast du was zu essen. Ja, natürlich, wenn ich unausgeschlafen bin und ich habe schlecht gegessen, mache ich ganz schlechte Bilder. Also es muss für Leib und Seele gesorgt werden. Gilt ja auch für Eisbären. Lassen sich auch schlecht fotografieren, wenn die dann nichts zum Fressen haben. Wenn die gräsig sind, kannst du sie gar nicht fotografieren. So. Wahnsinn. Ist aber faszinierend. Ne? Eisbären und Grizzlies, habe ich gehört, in Nordalaska, ja, die paaren sich ja teilweise. Ja, da bist du wieder beim Klimawandel. Weil Norbert hat ja richtig erzählt, die Eisbären müssen immer mehr Zeit an Land verbringen, um dann nach Nahrung zu suchen. Und die Grizzlies aus Nordamerika, weil es wärmer wird, ziehen immer weiter in den Norden. Ne? Ja. Also die Grizzlies gehen nach oben. Die Polarbären so. Und vor ein paar Jahren haben die Forscher dann den ersten kleinen Grizzly gesehen. Tatsächlich, ist kein Scherz. Also so Kakaofarben, ja? Oder? Ja, so eine Mischung aus Polarbär und Grizzly. Aber man muss jetzt ehrlich sagen, ob das eine gute Nachricht ist, kann man noch nicht sagen. Hybridtiere sind in der Natur oft anfälliger für Krankheiten und nicht so gut angepasst an extreme Lebensräume. Denk nur an Pferd und Esel, ne? Muli und Maultier.
können sich dann nicht fortpflanzen. Also Hybridtiere sind nicht immer eine gute Lösung. Wir müssen mal abwarten, ob der Prisley jetzt funktioniert oder nicht. Aber es gibt noch andere Zusammenkünfte jetzt. Dadurch, dass die Bäume immer weiter nach Norden wachsen, höher wachsen, kommen jetzt auch die Rotfüchse immer weiter in die Gebiete der Polarfüchse. Und dadurch gibt es auch immer häufiger Kämpfe zwischen diesen beiden. Die habe ich selber gesehen, die sind sehr aggressiv. Und in der Regel gewinnt der Rotfuchs, weil er einfach stärker und kräftiger ist. Ja, aber spannend, ist Evolution. Ne? Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir beide mal geführt haben. Du sagtest, du auf die Frage, wie Evolution, wie man sich das vorstellen muss, dann sagtest du, naja, das folgt keiner inneren Logik. Die probiert einfach so rum. Ja, genau. Und es ist das, was man da System, jetzt auch sieht. Kein System, kein Ziel und keine Logik. Und alles, was irgendwie denkbar ist, wird es möglicherweise auch irgendwann mal geben. Herzlichen Dank euch beiden. Macht immer großen Spaß. Danke auch. Wir treffen den Norbert Rosing. Horst. Wäre das was für dich, Eisbären-Expedition? Wie macht jemand? Um Gottes Willen. Ich bin sehr froh, dass es Leute wie Herrn Rosing gibt, die da hinfahren, das für mich fotografieren und filmen. Und ich kann mir das schön von zu Hause aus angucken. Also das genieße ich sehr. Ich habe größte Hochachtung vor der Natur insgesamt. Ja. Nach meinen Erfahrungen ist die Natur hart, aber gerecht. Und auch sehr, sehr schlau und sehr clever. Und ich persönlich denke auch immer, die Natur denkt sich ja was dabei. Und überlege vorher, will die Natur, dass ich dahin komme? Ja. Und habe dann das Gefühl, wenn die wollte, dass ich dahin komme, hätten sie es anders eingerichtet. Wahrscheinlich. Ne? Weil die auch, ich denke schon. Es gibt so einen schönen. In deinem neuen Buch, Horst, übrigens mit dem schönen Titel: Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex. Ja. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ach. Da schreibst du auf Seite 111 folgenden Satz: Wenn ich über sportliche Aktivitäten nachdenke, dann ergreift mein Körper schon Abwehrmaßnahmen. Ja, das führt ein bisschen in die Irre. Ich bin eigentlich, man meint es jetzt so nicht, ich bin eigentlich ein leidenschaftlicher Sportler. Das kann ich wirklich sagen. Ich mache unglaublich gerne Sport, mit großer Begeisterung auch, aber mein Körper halt nicht. Und das ist sozusagen das Kernproblem. Ja. Da haben wir auch oft viele Diskussionen, das geht häufig hin und her. Und wenn ich allein damit anfange, also mit Sport und überlege, dann wird er schon unruhig. Und eben Abwehrmaßnahmen, Fluchtschlaf ist sehr beliebt. Fluchtschlaf? Was ist das? Ja, wenn er nur Sport hört, er döst halt weg. Ja. Sehr schnell und auch in den Diskussionen ist es sehr mühsam, mit ihm über solche Sachen überhaupt zu diskutieren, weil er sitzt ja am längeren Hebel. Also das muss dein man schon Körper. Sagen. Natürlich. Ja, also gerade wenn ich sowas anspreche wie Sport, sagt er dann auch sehr schnell so Sachen wie, nö, mach du mal deinen Sport, ich bleib hier liegen. Ja. Und dann mach mal was. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich persönlich glaube wirklich, dass ich vom Mentalen her und so ohne weiteres Leistungssportler sein könnte. Aber mein Körper halt nicht. Und das ist ganz schwierig, da irgendwie zusammenzukommen, da irgendwie ein Kompromiss. Oder ich glaube auch, wenn ich einen anderen Körper hätte, könnte ich eigentlich ganz anders aussehen. doch, eigentlich schon. Ja, ich wenn ich es mir überlege, ich denke, da ist was dran. Ja. Also, hast du schon mal, also gibt es irgendeine Sportart, für die du dich irgendwie begeistern kannst? Na, ich bin immer natürlich auf der Suche nach Sport. Ich mag Sport ja tatsächlich sehr gerne. Und muss aber eben wegen meines Körpers halt dann ständig gucken, dass ich irgendeinen Sport finde, von dem der Körper nichts mitkriegt. Ne, also den er vielleicht auch noch nicht kennt, dass er nicht schon frühzeitig den Sportarten riecht, dass er dann nicht schon gleich unruhig wird und so. Gucke immer bei den modernen Trendsportarten. Und da habe ich jetzt vor kurzem eine gefunden, die ist wirklich super. Die heißt Ultimate Surfing. Ist halt oft wie bei diesen Trendsportarten, die haben dann so hochtrabende Namen. Ja. Ultimate Surfing an sich ist es ganz normales Windsurfen. Also eigentlich ganz nur eben, und das ist dann das Besondere, das ist halt dann so aufs Ursprüngliche zurück. Das ist in dem Fall halt ohne Brett, ohne Segel, ohne Anzug, ohne Wasser, ohne alles. Ne, also wirklich dann nur der reine Sport. Ganz minimalistisch, ne, total ganz, reduziert. Ja, ganz minimalistisch, verstehe. Direkt auf den. Das ist sehr schön. Also, wo macht man das? Das kommt mir sehr. Ach, das kannst du an sich über. Also, an sich stehst du halt einfach so im Wind und denkst dir so. Das ist jetzt mein Sport. Also das kannst du überall machen. Das ist also das kannst du sogar drin machen. Zwei Fenster auf, zack, Sport. Also das ist sehr schön. Abzugshaube. Auch, genau, das ist der Abzugshaube. Genau. Überall. Bisschen also, Zug halt. Ja. Horst, sag, ist die Geschichte wahr, dass du dich neulich beim Kaffeekochen so verletzt hast, dass du eigentlich
Ja, das passt schön zum Bandscheibenvorfall. Das ist tatsächlich leider eine wahre Geschichte. Also natürlich sind alle Geschichten im Buch wahr, aber die ist sozusagen wahr. Die ist besonders wahr. Ja, wie der Film. Keine Fake News. Also genau. Nein, es war, ich wollte mir halt Kaffee kochen und wie es dann oft ist, ich weiß nicht genau warum, der Löffel ist mir hinter die Waschmaschine gefallen. Und manchmal hat man dann ja auch Momente, mir fallen ganz oft Löffel hinter die Waschmaschine, da liegen auch schon viele. Aber in dem Moment dachte ich, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Also da fallen ständig Löffel und ich will den jetzt wieder haben und dann man reagiert und ich habe halt die Waschmaschine, ohne mich warm zu machen, eben schnell weil ich dachte, das geht schon. Da kannst du jetzt schnell, ging nicht. Und hatte dann wirklich, also ich persönlich war davon überzeugt, dass ich mir alle Fasern, Muskeln und sonst, die es im Rücken gibt, gerissen habe. Die Rückenärztin sagte später, ich hätte mir einen Nerv eingeklemmt, was, glaube ich, vergleichbar ist. Also war im Prinzip meine Diagnose. Und daraufhin begann dann eine längere Leidensgeschichte, die da auch ausgebaut ist. Ja. Was ich aber schön fand, das passt ganz schön dazu. Ich dachte natürlich, weil ich ja so schwer krank jetzt war, auch gefühlt, dass jetzt irgendwas Großes kommt, dass ich wahrscheinlich zu einem Spezialisten muss, in die USA, nach Japan oder so. Auch mit einem Spezialhubschrauber, sowas wie Air Force One, nur für Rücken. Also Rückenwirbel 1 oder so dahin. Und war dann sehr enttäuscht, als die ganze Therapie, die mir angeboten war, eben dieser Zettel mit Rückenübungen war. Im Schnellausdruck mit und dann auch noch so Strichmännchen. Also Strichmännchen, die, wo ich auch direkt, als ich sie gesehen habe, sofort dachte, das bin ich gar nicht. Keine dieser Übungen, also die Winkel, das stimmt alles überhaupt gar nicht. Das konnte ich keine nachmachen, musste alles nochmal neu zeichnen. Habe alle diese Übungen dann nochmal mit so Olivenmännchen, also Kartoffelmännchen, neu gezeichnet. Dann, als ich schon mal dabei war, habe ich mir auch meine eigenen Übungen gezeichnet. Ja. Natürlich. Also das, wenn ich es neu zeichnen muss, kann ich auch meine. Viel im Liegen. Sehr schöne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also viel im Liegen, dann auf die Seite 8 Stunden halten. Also das kann ich nur empfehlen. Ja. Ganz tolle, mache ich bis heute gern. Was wir haben ja gerade gehört, ja. Du bist vor kurzem 50 geworden, ne? Ja. Was war das für ein Gefühl, als plötzlich die 5 davor stand jetzt? Ich war tatsächlich ein bisschen froh, weil ich lange schon das Gefühl hatte oder mich lange eigentlich mindestens wie 50 fühlte, seit 20, 30 Jahren. Ja. Und jetzt endlich bin ich es auch. Und das wächst jetzt oder passt mehr und mehr zusammen. Ja. Und es gibt auch eine Sache, auf die ich mich seit Jahren auch immer schon gefreut habe, ist dieser ganze Altersstarrsinn. Ich glaube, das liegt mir. Und das ist eben blöd, wenn du das so in jungen Jahren schon hast. Und deshalb dachte ich immer, das machst du irgendwann. Und da freue ich mich drauf. Also das ist... Ich bin da sehr mit mir überein. Und es passt auch eben mit dem Reisen, wo wir es auch hatten. Ich bin jetzt auch an einem Punkt, ich reise jetzt gerne an reizarme Ziele. Reizarme Ziele? Ja, wo eben nicht so, es gibt ja oft Orte, wo da alle sagen, Mensch, das ist toll und das musst du gesehen haben und hier musst du auch noch hin und da, oh, und da vorne bei dem Wetter, das ist so ein Glück, oh, bei dem so ein Glück, bei dem, da musst du hin, das ist so schön, unbedingt, und da vorne aber auch, oh, bei dem Wetter, und dazwischen können wir noch essen, und das muss ich alles nicht mehr unbedingt. Also ich bin jetzt oft gerne an Orten, wo man so viel Glück mit dem Wetter haben kann, dass das gut sein kann und trotzdem musste da nicht hin. Also ich habe es irgendwann mal auch mal erklärt, ich bin jahrelang in meinen Ferien auf den Reiterhof gefahren. Immer und immer wieder, jedes Jahr. Und man muss dazu wissen, Pferde reiten und so, das interessiert mich null. Gar nicht, kein Stück, wirklich nicht. Weshalb viele Freunde auch immer gefragt haben, sag mal, warum fährst du dann immer wieder auf den Reiterhof? Und ich ihnen dann gesagt habe, ja, das stimmt schon, dass mich das überhaupt gar nicht interessiert, aber wenn ich schon mal Ferien habe, dann möchte ich da auch wirklich mal richtig nichts machen müssen. Mal richtig frei haben auch. Und da ist dann natürlich sinnvoll, dann irgendwo hinzufahren, wo das, was da dann ist, einen überhaupt nicht interessiert. Ne, dass du auch schon direkt morgen sagen kannst, das musst du nicht. Also da kannst du schön liegen bleiben, da verpasst du überhaupt gar nichts. Und das sind halt alles Dinge, die dann mit dem Alter mir jetzt auch entgegenkommen. Also die, wo ich jetzt sagen kann, jetzt kannst du das auch machen, jetzt hast du auch das Alter dazu und jetzt kannst du endlich diese Wünsche und diese Gelüste auch ausleben. Herrlich. Eine schöne Sammlung sehr absurder Geschichten zum Teil, aber du bist ein großartiger Schreiber. Wirklich Chapeau und Kompliment. Deswegen läuft das auch so gut für dich in Sachen Bücher. Herzlichen Dank, Horst Evers. Und Jochen Schropp, der direkt neben dir sitzt.
ist auch einer, der in Sachen Urlaub gerade was zu bieten hat. Stimmt es, dass du gerade in Cornwall warst? Ja, ist schon ein bisschen her. Also ich war letztes Jahr im September, Oktober in Cornwall und habe eben deine Lieblingsreihe gedreht. Genau, ein Rosamunde Pilcher-Film, genau. Erzählt man das Freunden? Gibt man das zu? Oder sagt man, du, ich bin jetzt in London und wird auch ein bisschen länger dauern und so, macht da so ein Praktikum irgendwo? Ja gut, und dann kommt auf einmal ein halbes Jahr später der Film und so, ich war doch nicht in London, ja, war eine Überraschung. Ja, man kann ja darauf hoffen, dass die gerade Stromausfall haben oder so und dass sie mitkriegen. Da spielt einer mit, der sieht genauso aus. Ja, genau. Der heißt auch so. Genau, wir sehen ja alle gleich aus. Nein, also tatsächlich habe ich mich drauf gefreut, weil man wird da wirklich sehr schön untergebracht. Man hat da so ein kleines Cottage direkt am Meer, man hat tolle Kollegen und ich hatte 9 Drehtage von 19, das heißt, man kann sich da schon gut gehen lassen, ja. Mit dem Nichtstun zum Beispiel. Genau, es klingt für mich super. Ja, total. Aber ich dachte, das sei jetzt irgendwie Arbeit oder so. Ist das gar nicht? Doch, das ist schon auch Arbeit. Aber für mich ist eigentlich die größte Arbeit bei einem Pilcher-Dreher früher aufstehen. Denn wir haben ja immer ganz, ganz schöne Sets, ganz schöne Motive, an denen wir drehen. Und das heißt dann auch mal um 4:30 aufstehen, um 5 abgeholt werden. Und damit das Licht stimmt. Ja, weil man erst mal 2 Stunden fährt. Ach so, ich dachte, das wird alles am selben Ort gedreht irgendwie. Nein, dann sieht ja alles gleich aus. Wir fahren natürlich in ganz Südengland rum und suchen uns die schönsten Plätze aus. So, und in dieser Geschichte, worum geht's da? Ist das ist ein anderer Pilcher, sagst du. Der ist irgendwie so ein bisschen rockiger. Ja, also ich habe ihn vor... Nein, aber ich muss tatsächlich sagen, wir haben einmal den Fehler gemacht eines Abends, dass meine Kollegen und ich, die alle auch schon mal Schmonzetten fürs ZDF gedreht haben, dass wir uns alte Filme von uns auf YouTube angeguckt haben. Und es war ganz schrecklich. Der Pilcher hat eine Reise gemacht, der ist mittlerweile echt moderner geworden. Wir haben uns meinen Pilcher von 2007 angeguckt. Können Sie gerne googeln. Sieg der Liebe heißt er, wenn Sie mal wieder einen lustigen Abend haben. Total überraschender Titel, Sieg der Liebe. Sieg der Liebe. Ja, dieser heißt jetzt fast noch verheiratet. Und was ich sagen muss, der Kameramann ist super. Es ist Nebel, es sind manchmal nur Silhouetten, es ist nicht mehr alles so Sepia-mäßig und man hat auch kein Breitkortsacko mehr an, sondern es sieht eher aus, es mutet an wie eine amerikanische Rom-Com, romantische Komödie. Also macht Spaß. Sag doch, ein rockiger Pilcher und so sieht das aus. Bitte, wir schauen mal kurz rein. Fast noch verheiratet. Das ist ja Punk-Rock, würde ich sagen. So, ihr habt euch die rockigste Szene aus dem... Nein, aber das sieht doch... Ich finde, das sieht modern aus. Ich bin mir nicht sicher, war das noch der alte Film, der von 2007, oder war das der neue jetzt? Du Sack. Das ist super, das läuft. Ich liebe Pilcher. Das läuft sonntags nach Terra X und deshalb gucke ich das auch oft und das ist super. Ich liebe das kann man durchaus mal gucken. Da haben wir schon mal drüber gesprochen hier. Ich liebe das Zeug. Mir ist Tatort immer viel zu brutal, weißt du. Ich bin irgendwie so ein romantischer Mensch. Ja, total. Aber auch ich muss auch kurz sagen, wir haben gerade gesehen, Paula Schramm, eine ganz, ganz wunderbare Kollegin, die diesen Film mit so einer Leichtigkeit und so viel Humor und Witz spielt. Und das war einfach eine Riesenfreude. Für mich wäre Jochen eigentlich so der so ein deutscher James Bond, mal so ein ganz cooler, so ein ganz... Ja, so ein rockiger. Ja, und dann kommt so eine brutale Note noch. So eine hintergründige, ekelhafte Note. Ja. Jochen, jetzt kommst du aber mit etwas bei dem Sender, den deine Mutter nicht kennt, den aber viele andere kennen. Ich weiß einfach nicht, wie man ihn einstellt. Ja, das macht ja nichts. Ist auch in Ordnung. Hauptsache, sie guckt uns. Aber da kommst du jetzt mit einer Sendung, die heißt Bist du 50.000 Euro wert? Ja. Und da geht es um Vorurteile. Genau. Erklär mal kurz die Idee dieser Geschichte. Genau, also wir haben 6 Kandidaten und 6 Juroren. Und diese 6 Juroren und 6 Kandidaten sind ganz breit aus dem Leben gegriffen. Und zwar ganz wichtig, dass die nicht vorher in irgendwelchen Castingagenturen waren oder in irgendwelchen anderen TV-Sendungen schon durchgenudelt wurden. Mhm. Und diese 6 Juroren entscheiden über die Kandidaten, ob sie 50.000 wert sind. Einfach nur, weil sie so sind, wie sie sind. Also die erste Runde beispielsweise, da stellt man sich einfach nur vor. Ich würde sagen, mein Name ist Jochen, ich bin 38, komme aus Berlin. Und dann muss schon einer gehen. Und das ist natürlich... Aber was ist denn die Idee dabei? Also du stellst dich hin und sagst, mein Name ist Jochen, ich bin 38, komme aus Berlin. Punkt. Und genau. Dann? Naja, es gab so eine Sendung mal in England und Amerika. Da war das eine Art Gameshow. Wir haben es bei ZDF nur als TV-Experiment aufbereitet. Wir haben auch eine Psychologin, die das Ganze begleitet. Und es geht einfach darum, wie verhalten wir uns im Leben? Wie schnell beurteilen wir Menschen? Ganz genau. Ich glaube, in Dänemark gab es auch mal so ein ähnliches Experiment, ne? Vor einiger Zeit. Davon weiß ich nichts, aber spannend sicherlich sein. Wir schauen mal ganz kurz rein, da kriegt man mal einen Eindruck davon. Bitte schön. Das ist irre, wie schnell das geht. Auch was... Also mich hat ehrlich gesagt, ich finde das auch für mich, schockiert das.
Wie schnell da Leute, der stellt sich nur da vorne hin, sagt seinen Namen, sagt, wie alt er ist. Und dann ist für die, die da sitzen, schon klar, was das für ein Typ ist. Aber das machen wir doch jeden Tag. Das machen wir doch in wirklich alltäglichen Situationen. Ob wir uns hier das erste Mal sehen und uns die Hand schütteln und in die Augen gucken, natürlich habe ich sofort eine Meinung über Dirk Steffens oder über irgendjemand anderen auch hier. Naja gut, ich kannte dich natürlich jetzt aus dem Fernsehen, aber trotz allem ist das doch so. Also man urteilt doch sofort, lächelt die Person mich an, fragt die vielleicht nach, ist die egozentrisch, wie auch immer. Und gerade wir in unserem Job, die wir jeden Tag sehr, sehr viele Menschen kennenlernen, müssen, glaube ich, so sondieren. Und das ist natürlich auch ein Urinstinkt, der in uns ist, ne? Das stimmt, da gibt es riesen Forschungsprojekte dazu. Man entscheidet wirklich im Bruchteil der ersten Sekunde, ob man jemanden mag. Ja. Das ist wahr, das ist wissenschaftlich belegbar und das ist jetzt nicht nur... Und das entscheiden wir auf welcher Basis, Dick? Auf der Basis von mit der oder mit dem möchte ich mich paaren? Gibt's eine Paarung oder ja, also, wenn das ein anderes Geschlecht ist und dir die Hormone in die Nase gehen und da Reize ausgelöst werden, ja. Also wenn die einen gewissen Geruch haben, wir können ja riechen, ob andersgeschlechtliche genetisch gut zusammenpassen. Das kann man wirklich riechen. Ohne dass uns das bewusst ist. Es läuft innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ab. Irre. Und so kann man natürlich auch, wenn man einen anderen Mann sieht, kann sofort Konkurrenzverhalten entstehen oder Gesichtssymmetrien wirken positiv. Das ist natürlich im Laufe unserer Millionen Jahre Geschichte alles tatsächlich eingebrannt in unser Wesen. Und deshalb hat diese Show dann auch so einen Hintergrund, der wissenschaftlich natürlich belegbar ist. Das ist schon richtig. Was aber natürlich nicht heißt, dass man sich nicht auch ändern kann. Also man kann seine Meinung natürlich auch ändern. Und das fand ich sehr, sehr interessant im Laufe dieser Sendung, denn die Juroren beurteilen natürlich ganz anders. Also es gibt vielleicht einen Juror, der sagt, ich möchte, dass Kandidat X die 50.000 bekommt, weil der ist immer seinen Weg gegangen, hat immer einen roten Faden gehabt und das möchte ich, das soll belohnt werden, 50.000 für ihn. Und der andere sagt, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte es der Person geben, die ganze Zeit auf die Schnauze gefallen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, er möchte sein Leben ändern und dafür braucht er jetzt einfach ein bisschen Geld und deswegen möchte ich ihm die 50.000 geben. Das ist das eine. Es zeigt aber auch, wie schnell wir uns dann so aufschwingen. Ne? Total. Und dann so Urteile fällen und uns auch so gönnerhaft dann sozusagen erheben. Und den sagen, Spiegel wollen wir natürlich... Jetzt mal die 50.000. Das ist alles... Den Spiegel wollen wir den Leuten natürlich vorhalten. Genau, also natürlich ist keiner mehr oder weniger 50.000 wert. Also das Leben eines Menschen kann man natürlich im Geld nicht... Aber die müssen sich auch immer einigen. Nein, die müssen sich nicht einigen. So. Die Mehrheit entscheidet. Die Mehrheit entscheidet. Ah, ja. Genau. Aber die Mehrheit entscheidet, ob du doof bist oder nicht. Genau. Und dann brauchst du nachher den Psychologen natürlich. Ja, ne? Also wenn du sagst, hallo, ich bin Dirk aus Hamburg raus, das kann natürlich auch hart sein. Das gibt es hart. Das war auch hart. Weil natürlich auch jeder anders rangeht dann. Ja. Also ich persönlich würde wahrscheinlich dann so rangehen, dass ich, gerade wenn jemand sehr gut... Du wärst viel zu faul für 50.000. Ja, das außerdem, nein, aber... vermute ich, ich wäre sehr schnell raus. Obwohl sich im Hin keiner bedroht fühlt. Ja, das stimmt. Nein, aber ich würde tatsächlich wahrscheinlich dann sagen, oh, der sieht sowieso sehr gut aus. Der hat schon leicht genug im Leben. Dann nehme ich lieber. Und andere würden vermutlich dann, also das ist schon auch interessant. Ja, du schaltest also auf jeden Fall ein und guckst dann, wie die Wege so gingen. Ja. Jochen, tolles Experiment. Bist du 50.000 wert? Danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Und ich freue mich sehr, dass Sabrina Milcher, bin ich wieder dabei. Sabrina Tophofen bei uns ist. 36 Jahre alt, von Beruf Pflegeassistentin. Wir haben uns vor 5,5 Jahren, ich habe das vorhin noch mal nachgerechnet, haben uns schon mal hier in der Sendung gesehen, über ihre sehr bewegende Geschichte gesprochen. Sie engagieren sich für, komplizierter Name, die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Ende Januar haben Sie dann bei einer Anhörung dieser Kommission öffentlich Ihre eigene Geschichte erzählt. Wann beginnt Ihre Geschichte, diese Geschichte des Missbrauchs? Ihre Familie ist eine... Ihre Mutter kommt woher? Meine Mutter kam aus Duisburg, war Sinti. Und mein Vater war Deutsch-Holländer. Deutsch-Holländer, genau. Genau, so Deutsch-Holländer gewesen. Und es war halt eben sehr gemischt. Mhm. Und das Ganze begann halt, da war ich knapp 6 Jahre alt, nachdem meine Schwester verbrannt ist. Dann sind wir halt von Duisburg-Bruckhausen nach Duisburg-Wedau gezogen. Also von einer sehr unsozialen Gegend in einer super schönen sozialen Gegend sind wir gezogen. Und da fing der Albtraum tatsächlich an. Ich muss einmal kurz einschieben, weil Sie sagen, meine Schwester ist verbrannt. Sie waren 3 Kinder in einem Kinderzimmer, hatten für ihre Mutter eine Kerze gebastelt im Kindergarten, wo auch immer, in der Schule. Ihr Bruder spielt mit dieser Kerze rum, zündet die an.
eine Wolldecke, die daneben liegt, fängt Feuer und ihre Schwester kommt dabei zu Tode, verbrennt praktisch bei lebendigem Leibe. Ganz traurige, tragische Geschichte. Über wie viele Kinder sprechen wir, Frau Tophofen? Wie viele Kinder sind in dieser Familie? Also insgesamt mit meinen Halbgeschwistern alle zusammen werden wir 16. 16? 16, ja. Das heißt, Ihr Vater hatte vorher schon Kinder? Ja, also er hatte eine vorherige Ehe gehabt. Da waren, glaube ich, 11 Kinder raus und dann meine Mutter und dann sind wir vier halt eben dazugekommen. So, also. Das ist alles wichtig zu verstehen und auch zu wissen, um zu begreifen, welche Dimension das auch bei Ihnen hatte und wie viele Menschen es da eigentlich gab, links und rechts, die eigentlich hätten sehen müssen und auch wissen konnten, was da stattfindet. Die wussten es. Die wussten es. Ja, also die wussten es. Es war nicht so, dass man spekuliert hat und gedacht hat, ah, da ist, kann da was sein und mache ich mich da strafbar, wenn ich da mal nachhake und mache ich Rufschädigung oder sonst irgendwas. Nein, es war einfach klar, das war präsent und das wussten auch alle. Auch wenn heute noch so einige sagen, ja, ich habe davon nichts gewusst, ich wusste das nicht. Aber meine beiden Schwestern ja vorher, die hatten ja schon Strafantrag gestellt, also Anzeige gegen meinen Vater erstattet. Meine Schwester, die verbrannt ist, meine ältere Schwester, die haben den beide angezeigt. Wegen Missbrauchs? Wegen Missbrauch. Das heißt auch die Behörden? Ja, das Jugendamt war vor Ort, ja. Also wir hatten das Jugendamt bei uns regelmäßig gehabt. Das ist unvorstellbar. Sie sind Tag ein, Tag aus zu uns gekommen und es ist nichts passiert. Da ist dieses kleine Mädchen von damals, das einfach nur beschützt werden wollte und das hat nicht stattgefunden. Sie waren 6 Jahre alt, sagen Sie, als das losging. Wie lief dieser Missbrauch ab? Wie oft ist das passiert und was ist da passiert? Wie oft, das könnte ich Ihnen heute so gar nicht sagen. Also das kann man auch so gar nicht sagen. Also ich kann Ihnen keine Tageszeiten ganz genau sagen und wie oft und überhaupt. Es ging über Jahre. Also es ging, bis ich 10 war, ging das. Und es begann halt, mein Vater war Alkoholiker, muss man auch dazu sagen, schwerer Alkoholiker. Er war 21 Jahre älter als meine Mutter, also auch noch der Altersunterschied war auch noch sehr bestimmend. Der kam mich nachts in mein Bett zu Anfangs besuchen. Und begann an meinen Körper, an seinem Körper und überhaupt. Und meine Mutter, die hatte wie so eine innerliche Uhr in sich. Also die wusste das. Also ich bin nicht zu meiner Mutter gegangen und habe meiner Mutter davon erzählt, was mein Vater mir angetan hat, sondern meine Mutter ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, was er mit mir macht. Und ich habe das natürlich, anfangs habe ich überhaupt gar nichts versucht zu sagen, sondern war still und habe mich immer gefragt, woher weiß sie das, woher weiß sie das? Und ja, das Ganze ging aber dann tatsächlich so weit, dass also sie Übergriffe mitbekommen hat. Also sie hat ihn erwischt. Und anstatt mir halt eben zu helfen, wurde ich halt eben bestraft. Also ich bin geschlagen worden, gedemütigt worden. Und sie hat mir nicht geholfen. Ja. Obwohl sie darauf angesprochen hat. Okay. Ja. Sie schreiben irgendwo, ich war sehr hilflos, denn damals habe ich meinen Vater ja auch noch als Papa geliebt. Ja. Liebt man nicht seine Eltern? Ja, unbedingt. Das ist ja auch das, worauf solche Täter ja auch setzen und bauen können letztendlich. Also gerade wenn man so ein kleines Mädchen ist, liebt man doch seine Eltern und dann bedingungslos. Man begreift ja erstmal nicht, was da passiert. Was da überhaupt passiert, ja. So. Das Einzige, was ich begriffen hatte und das von Anfang an, ich fand es schrecklich. Also ich fand es von Anfang an schrecklich. Dieser Geruch, diese Berührung und überhaupt das alles. Ich fand es einfach nur schrecklich. Haben Sie sich, Frau Tophofen, wir wollen nicht weiter in die Details gehen, weil ich weiß auch, wie schwer Ihnen das fällt. Wann haben Sie sich das erste Mal jemandem anvertraut? Würde ich gerne von Ihnen wissen. Also das erste Mal war ja dann meine Mutter, die mich ja dann dazu genötigt hat und das ja dann mitbekommen hatte. Und der zweite Weg, also es war nicht das Jugendamt, sondern es war meine Oma, weil die mich fast totgeschlagen hätte. Weil ich bin abgehauen von zu Hause, nachdem mein Vater mich wieder, also nicht mehr missbraucht hatte, sondern vergewaltigt hatte. Und dann bin ich von zu Hause weggelaufen. Für mich war klar, ich will nie wieder nach Hause. Und dann bin ich abgehauen und man hat mich gefunden und meine Oma hat mich dann verprügelt. Und dann habe ich nur gesagt, weil sie mich gefragt hat, warum ich abgehauen bin, habe ich nur gesagt, weiß ich nicht. Und dann
da hat sie mich verprügelt. Und dann habe ich nur gesagt, bitte, bitte, du musst mir zuhören. Ich muss dir was sagen. Bitte, bitte, bitte. Und sie hat aber nicht aufgehört. Und dann habe ich es einfach gesagt. Dann habe ich nur gesagt, bitte hör mir zu. Der Papa macht da so Sachen mit mir. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Und sie hat mir geglaubt. Also sie hat mir tatsächlich geglaubt. Also die hat aufgehört, mich zu schlagen und setzte sich hin und wollte dann alles ganz genau wissen. Und dann habe ich ihr halt alles erzählt. Und dann hat sie auch gesagt, ich muss nicht mehr nach Hause. Dann hat sie mich versteckt und eine Tante von mir, die hat mich versteckt 2 Tage bei einer fremden Frau. Dann hat meine Oma mich auch angerufen und dann noch mal gesagt, du weißt, wenn das alles so ist, dann musst du zur Polizei gehen. Und dann dachte ich, ja, wie, da muss ich jetzt alleine hingehen? Und dann sagte sie, ja, da musst du alleine hingehen. Dann bin ich aber noch mal zu meiner Oma nach Hause gegangen, in der Hoffnung, dass sie mit mir geht. Aber die hat schon an der Türe, also mich abgefangen und hat dann nur zu mir gesagt, ich bin ein großes Mädchen und ich muss zur Polizei gehen. So, das große Mädchen war damals 10 Jahre alt. Ja. Und dann bin ich zur Polizei gegangen. Mit 10? Ja. Allein? Ja, ich bin mit 10 Jahren allein zur Polizei gegangen und habe meinen Vater angezeigt. Die Polizei war großartig, die waren ganz toll. Es waren eigentlich die einzigsten, die mir geholfen haben. Und dann kam das Jugendamt zu uns nach, also dorthin und hat mich abgeholt. Und die Dame, die hatte mich dann tatsächlich noch gefragt, ob ich mir denn da sicher wäre, was ich da von mir geben würde, was ich da sagen würde, weil das wäre ja schon sehr hart. Und dass ich ja wüsste, was das bedeuten würde. Und hat mich dann in ein Kinderheim gebracht. In diesem Kinderheim, wissen Sie, also da ging es mir nicht besser. Ich kam in ein geschlossenes Heim. Mein Vater war frei und ich war im Gefängnis, im Kinderknast. Ne? Da fragt man sich, wie geht sowas? Die Welt ist so ungerecht. Ne? Mhm. Und alle schauen zu und niemand hilft. Aber bei den Zigeunern ist es normal, Herr Lanz. Wissen Sie, das ist normal. Damit gehe ich schon mein halbes Leben durchs Leben. Bei den Zigeunern ist alles normal. Ne? Das macht das Leben nicht einfach, glauben Sie es mir, auch als Erwachsene. Die Leute erzählen immer, ach, Sabrina Tophofen hat es geschafft. Und dann sage ich heute, ach, das Einzige, was ich geschafft habe, ist, ich habe überlebt. Ansonsten habt ihr alle gar keine Ahnung. Ja, wir haben, ich mache an der Stelle einfach mal weiter, Frau Tophofen. Sie sind dann irgendwann auf der Straße gelandet, weil Sie gemerkt haben, da hilft mir eigentlich keiner tatsächlich. Haben 5 oder 6 Jahre lang auf der Straße in Köln gelebt, haben dann irgendwann einen Mann kennengelernt, haben mittlerweile, glaube ich, 3 Kinder, wenn ich das richtig sehe. Und nee, ich habe 5 Kinder. 5 Kinder haben Sie wieder. Ja. 5. 3 Kinder mit dem Mann, aber 5 sind es. Und 5 Kinder insgesamt. So. Und wir haben uns damals, das weiß ich noch, darüber unterhalten, dass Sie eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft gucken. Das war so das Gefühl, ich habe es gepackt. Deswegen stolper ich jetzt natürlich über den Satz, den Sie sagen, ich habe da gar nichts gepackt, sondern das Einzige, was ich geschafft habe, ist, dass ich irgendwie überlebt habe. Genau, wissen Sie, wir haben auch damals darüber gesprochen, ich habe es geschafft, von der Straße wegzukommen. Mhm. Das Thema war völlig anders. Genau. Ne? Da habe ich es auch geschafft. Ich habe eine Ausbildung, ich habe wunderbare Kinder, okay, ich lebe nicht mehr in einer Beziehung, wir verstehen uns zwar, aber dass dieser Missbrauch, mein Buch heißt lebenslänglich, lebenslänglich, wenn nachts der Papa kommt. Lebenslang heißt, es wird mich begleiten, bis ich sterben werde. Ich habe zwar einen Weg gefunden, einigermaßen gut damit umzugehen, aber ich habe halt auch Phasen in meinem Leben, wo ich denke, es muss aufhören, diese Gedanken müssen aufhören. Diese Traurigkeit, diese Verzweiflung, diese Episoden, die man hat. Ich habe sie nicht kontinuierlich, Gott sei Dank. Aber sie kommen und sie gehen. Und in diesen Phasen, wissen Sie, ich wollte mich erhängen, weil ich nicht mehr konnte. Und das ist gar nicht so lange her, glauben Sie es mir. Weil sie das immer wieder einholt. Ja, weil es einen einholt und weil man einfach denkt, wie ungerecht diese Welt ist. Ja? Mhm. Man kann jedem helfen und man hat für alles Entschädigungen und macht und tut. Ja? Aber wo ist denn unsere Hilfe? Mhm. Wo ist denn unsere Entschädigung? Und deswegen auch zur Kommission. Ne? Genau, das ist der Grund, warum wir auch heute hier sitzen. Wenn Sie, Frau Tophofen, aus Ihrer Erfahrung, aus alledem, was Sie erlebt haben, und es sehr nachvollziehbar, dass Ihnen das auch so nahe geht, wenn Sie aus alledem
eine Lehre ziehen müssten, wenn Sie Menschen etwas an die Hand geben wollten, was würden Sie denen sagen? Wo müssen Menschen aufpassen? Wo müssen wir hellhörig werden? Wo gibt es Hilfe? Wo sind die Stellen, auf die man sich tatsächlich verlassen kann? Ich meine, Ihre Geschichte ist eine einzige lange Geschichte von unterlassener Hilfeleistung. Ja, ich habe auch da vor kurzem überlegt, wissen Sie, das war das erste Mal, also nachdem ich von der Kommission wiedergekommen bin, war das erste Mal, dass ich dachte, soll ich das Jugendamt mal anzeigen gehen. Eigentlich war es doch mein Recht, und dann auch auf Schmerzensgeld zu klagen. Das war so der eine Gedanke, den ich hatte. Woran kann man sich wenden? Also das Erste, was ich jedem raten würde, ist, sagen Sie nicht, es geht mich nichts an. Und dann auch nicht zu relativieren unter Nationalitäten. Weil Kinder haben sich das nicht ausgesucht, in was für einer Nationalität sie geboren werden dürfen. Diese Kinder sind Menschen, ne? Und die haben das Recht, beschützt zu werden. Und es ist unsere Pflicht, und zwar jedes Pflicht, einzugreifen. Wenn ich einen Verdacht habe, nicht übereilig irgendwie zu reagieren, sondern sich anderen anzuvertrauen und sich Rat zu holen. Ich sag lieber einmal zu viel hinschauen und nachhaken, als einmal zu wenig. Jugendämter müssten, gerade was sexuelle Gewalt in Familien betrifft, ganz anders agieren. Also es dürften gar nicht diese permanenten Familiengespräche nur zwischen den Eltern, Kindern und Jugendamt stattfinden. Es müssten eigentlich so Sachen sein, dass das Jugendamt eine Begleitperson dem Kind an die Hand gibt und mit dem Kind Erfahrungen austauscht, und Kinder vertrauen sich, wenn dort der Verdacht besteht, genau, dass da irgendetwas genau, in die aber völlig Kinder falsche vertrauen Richtung sich nur dann an, wenn die Eltern nicht dabei sind logischerweise. Genau. Ja. Und das heißt, diese Gesprächssituation muss dringend geschaffen werden. Genau, und die verschaffe ich nur, wenn ich Vertrauen habe, also wenn ich was mit diesen Kindern mache. Nur dann gewinne ich dieses Vertrauen, und nur dann besteht die Möglichkeit, dass dieses Kind sich mir halt eben öffnet. Schutzräume möglich machen, also auch so Therapien den Kindern, dass wenn Auffälligkeiten sind, dass man gar nicht sagt, ah, der Verdacht auf sexuellen Missbrauch besteht, sondern dass man sagt, ihr Kind weist aber Verhaltensauffälligkeiten auf. Wir sehen das so, dass dieses Kind psychologische Betreuung braucht, dass dieses Kind in eine Tagesklinik geht. Wir nehmen ihnen ja nicht das Kind weg. Damit ist das Kind schon mal geschützt. Und es muss ja auch Gewissheiten geben. Ne? Das ist auch etwas, was einem so klar wird, wenn man in ihrem Buch liest. Und das ist für mich auch einer der erschütterndsten Momente überhaupt in diesem Buch, dass sie vermeintlich jetzt unter Schutz sind, dass sie in sicherer Hand sind. Jugendamt kümmert sich um sie, sie sind in diesem Heim, von dem sie sagen, das war für mich eigentlich in Wahrheit ein Gefängnis, und erleben dann, wie sie wieder zurückgebracht werden in diese Familie. Das heißt, diese lange Hand dieses übergriffigen Vaters reicht selbst bis hinein in diesen vermeintlich geschützten Raum. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich kann mir auch vorstellen, was das mit einer kleinen Kinderseele macht. Es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch, und ich finde es wahnsinnig mutig und auch wichtig, dass nicht irgendwie wie auch immer geartete populistische Meinung einfach durch die Gegend zu blasen, sondern tatsächlich fundiert und dann eben von jemandem wie Ihnen gestützt, von Experten, von allen Seiten zu hören, was tatsächlich Sache ist. Sabrina Tophoven war heute unser Gast. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns zeitnah wiedersehen, um dieses Thema weiter voranzutreiben. Die Aufklärung über sexuellen Missbrauch bei Kindern, der tatsächlich, das haben Sie eingangs gesagt, quer durch alle Schichten geht. Es ist keine Frage von Nationalität, keine Frage von sozialem Status. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei den anderen Gästen unserer Sendung, als da wären Dirk Steffens. Herzlichen Dank, Dirk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Jochen Schropp, der mit dem ist in einer Pinker-Verfilmung hier im ZDF wiedersehen. Alles Gute für eure neue Show bei ZDF Neo. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Horst Evers, der ein sehr launiges, schönes neues Buch mit Kurzgeschichten vorgelegt. Vielen Dank, Horst. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Norbert Rosing, einem der besten Tier- und Naturfotografen Deutschlands. Herzlichen Dank, Norbert. Jetzt die Kollegen von heute plus, und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Danke schön. Tschüss. Herzlich willkommen. Auch Ihnen hier im Studio und selbstverständlich Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr, sehr herzlich einen Mann begrüßen wollen, der vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden ist, wozu wir nachträglich sehr, sehr herzlich gratulieren. Und der dieses Ereignis, und der
der dieses Ereignis mit dem schönen Satz kommentierte: Endlich werde ich langsam so alt, wie ich mich seit 30 Jahren schon fühle. Und meine Frage an ihn wäre: Woher kommt dieses Gefühl, dass er ein Bestseller-Autor gefangen im Körper von Jopie Heesters ist? Er sagt dazu: Das liegt daran, dass ich immer noch verzweifelt auf der Suche nach der richtigen Sportart für meinen Körper bin. Also einer Sportart, von der mein Körper nichts mitkriegt. Das ganze Elend dieser letzten 50 Jahre hat er jetzt in ein paar herrlich absurden Kurzgeschichten verarbeitet. Und Sie wissen, er ist ein Meister des Absurden. Wir erinnern uns, sein letzter Knaller war ein Science-Fiction-Roman, der mit einem geradezu grotesk absurden Ereignis beginnt, nämlich mit der Eröffnung des Berliner Flughafens. Herzlich willkommen, Horst Evers. Freue mich sehr. Dankeschön. Schön, dass du heute da bist. Ja, und apropos Alter, wir werden diesen Mann heute fragen müssen: Wie lange kann man eigentlich in einem Rosamunde-Pilcher-Film den dynamischen Liebhaber spielen? Also wie lange kann man noch lässig aus einem englischen Sportwagen springen? Und ab wann sollten wir Männer uns lieber damit abfinden, dass das letzte Cabrio unseres Lebens der Rollator ist? Fragen über Fragen an einen Mann, von dem wir wissen, dass er in jungen Jahren als nackte Kanone auffällig geworden ist, als er sich nämlich auf einer Motorhaube stehend auf einer Kreuzung mitten in Berlin auszog. War alles für die Kunst und vor allem nicht für die Katz. Längst ist er als Schauspieler und Moderator erfolgreich. Präsentiert demnächst eine sehr sehenswerte Show rund um Vorurteile. Herzlich willkommen, Jochen Schopp. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Jochen. Ja, und apropos Vorurteile, dieser Mann hier kann Menschen vermutlich sehr, sehr viel besser einschätzen als jeder andere hier im Raum. Er ist nämlich beruflich sehr viel im Urwald unterwegs und sagt: Wir sind genauso verschlagen, neidisch und rachsüchtig wie unsere haarigen Verwandten auf dem Baum, weil wir uns nämlich 98% unserer Gene mit Schimpansen teilen. Richtig bitter findet er allerdings, dass wir uns auch 35% unserer Gene mit Kohlrabi teilen. Und er sagt, bei manchen sieht man es auch. Könnte sich aber ändern, weil wir, und jetzt wird's ernst, gerade im Begriff sind, unheimlich viel zu verlieren. Im Moment, sagt er, geht das Artensterben 300 Mal schneller vonstatten als damals, als ein Meteorit die Dinosaurier erledigt hat. Was bedeutet das? Das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen, Dirk Steffens. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Dirk. Ja, was bedeutet das alles? Was das alles bedeutet, werden wir auch diesen Mann heute fragen. Ein Mann, für den das Leben 1986 eine entscheidende Weiche stellte. Damals war er Krankenpfleger und wurde plötzlich selber zum Patienten schwerer Bandscheibenvorfall. Er hat dann auch noch den Rest fallen lassen, nämlich sich selbst. Hinein in eine neue, aufregende, aber auch völlig unsichere Existenz, wurde Fotograf und steckte wenig später in Nordkanada im tiefen Schnee fest. Währenddessen kam ein Eisbär auf ihn zu. Dass er heute hier sitzt, ist ein zarter Hinweis darauf, dass die Sache damals gut ausging. Das hier, schauen Sie mal, ist übrigens sein allerschönstes Foto, kennen wir alle. Herzlich willkommen einem der besten Naturfotografen Deutschlands, Norbert Rosing. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Norbert. Ja, und ich freue mich, dass Sie heute bei uns ist, eine Frau, deren Lebensgeschichte es vor kurzem sogar bis in die Hauptnachrichten schaffte, weil sie so bewegend ist. Sie war 6 Jahre alt, als ihr Vater anfing, sie zu missbrauchen. Sie war 10, als ihr die Flucht gelang. 6 Jahre lang lebte sie danach auf der Straße. Sie hat uns hier vor vielen Jahren schon einmal sehr eindrucksvoll davon erzählt. Und der Satz dazu, den ich mir damals gemerkt habe, ein schöner Satz, der lautete: Es ist nicht wichtig, woher jemand kommt, sondern nur, wohin er geht. Heute wirbt sie hartnäckig dafür, dass jeder, der von Missbrauch erfährt, nicht weg, sondern hinschaut. Herzlich willkommen, Sabrina Tophofen. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Also, wir haben viel zu besprechen. Schön, dass ihr alle da seid. Direkt rein ins Vergnügen. Die erste Frage geht an dich, Dirk. Ja. Was geht einem, du hast ja auch Politologie studiert, soweit ich weiß, Politik studiert. Ja, viel Zeit verschwendet damals, ja. Oh, nicht unbedingt, finde ich. Also man lernt was über kommunale Doppelspitzen in bayerischen Gemeinden. Das hat mir im Leben jetzt nicht richtig weitergeholfen. Das ist das eine, aber es hilft dir natürlich auch dabei, bestimmte Dinge einzuschätzen. Ja. Was geht einem wie dir durch den Kopf, wenn du hörst, Donald Trump wird Präsident? Einer, der sagt mittlerweile, naja, eine gewisse Verbindung zwischen menschlichen Aktivitäten und Erderwärmung ist da schon, aber mehr auch nicht. Also ich bin jetzt sehr froh darüber, dass Trump Präsident ist. Denn der hat ja als eine der ersten Amtshandlungen den Klimawandel komplett von allen Servern
löschen lassen. Also das Problem sind wir schon mal los. Ich wusste vorher nicht, dass das so einfach geht. Aber postfaktisch, ich glaube, wenn man dran glaubt, macht das richtig Spaß, ein postfaktischer Mensch zu sein. Ich versuche mich auch dahin zu entwickeln. Das hat bisher leider noch nicht so geklappt. Aber im Ernst jetzt, wie bitter ist das für jemanden wie dich, der doch eigentlich seit Jahrzehnten eigentlich mittlerweile aufklärt, unterwegs ist, den Leuten erzählt, pass auf, da kommt was auf uns zu. Und das ist wirklich die große Herausforderung, auch wenn wir glauben, dass Flüchtlinge oder andere Themen die zentralen Themen der Zukunft sind. Sind sie auch. Aber das hier ist etwas, das können wir gar nicht wirklich einschätzen. Das Fürchterliche ist, es entwaffnet uns Journalisten ja alle. Also denn journalistisches Selbstverständnis hat ja immer gesagt, wenn man jemandem eine Lüge nachweist, dann hat man sozusagen einen publizistischen Erfolg errungen und kann dem Menschen, der gelogen hat, dadurch schaden, dass man ihm die Lüge nachweist. Das gilt nicht mehr. Ist vorbei, ja. Also Trump kann alles Mögliche behaupten und macht Menschen zu seinen Kabinettsmitgliedern, wie der Außenminister, der früher natürlich in den Mineralölkonzern genau für das mitverantwortlich war, der Rex Tillerson. Und das ist der Konzern, der ja viele Millionen für Studien bezahlt hat, die nachweislich falsch waren. Die wollten beweisen, dass es keinen Klimawandel gibt, obwohl sie selber es seit 1977 wussten. Die wussten das seit 1977? Ja, die hatten einen Forscher namens Jack Black, selbst angestellt bei ExxonMobil damals. Mhm. Und der hat den 1977 bereits erklärt, wenn wir weiter so viel Öl verbrennen, Gas und Kohle, dann gibt es einen Klimawandel und da passieren ganz schreckliche Sachen. Also Exxon wusste das 1977 und hat dann